In der vierten Aufgabe ging es um die Zweipoltheorie und da war eine Schaltung gegeben, in der zunächst mal eine Spannungsquelle und ein Widerstand in Reihe geschaltet waren. Und zu diesen war dann noch ein bisschen was parallel geschaltet. Der Widerstand hieß R1 und hatte einen Wert von 8 Ohm und die Spannungsquelle hieß UQ. Ich schreibe es mal gleich als Zeiger hin. Und hatte als Zeiger einen Wert von 16 Volt mal E hoch minus J mit einem Phasenwinkel von 45 Grad oder negativ 45 Grad. So, damit man jetzt hier irgendwas, was dort parallel geschaltet ist, gut mit dem zusammenfassen kann, ist es natürlich schlau, das im Sinne der Zweipoltheorie umzuformen in eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Und der Parallelwiderstand hat auch den Wert R1, ist nicht der gleiche Widerstand, aber hat den gleichen Wert. Und die Stromquelle, wenn die Spannungsquelle hier oben nach unten zeigt, treibt die einen positiven Strom nach oben. Also muss der Strom ja auch nach oben zeigen. Und dann nenne ich die Stromquelle mal IQ. Und den Wert von dieser Stromquelle kann man einfach ausrechnen mit dem Ohmschen Gesetz aus der Spannungsquelle durch diesen Widerstand. Das kann man direkt einsetzen. 16 Volt durch 8 Ohm ergibt 2 Ampere und an dem Phasenwinkel von minus 45 Grad ändert sich erstmal nichts. So, und jetzt kann man hier in dem Schaltbild natürlich das dazu parallel schalten, was dann noch parallel geschaltet war. Und das war ein Widerstand und eine Induktivität. Der Widerstand hatte den Wert 4 Ohm und hieß R2 und die Induktivität, ich schreibe gleich mal die Impedanz davon hin, hatte einen Blindwiderstand von ebenfalls 4 Ohm, also J4 Ohm. So, und in diesem Sinne können wir jetzt hier natürlich diese Parallelschaltung ausrechnen und das, was da rauskommt, nenne ich mal Z-Ersatz, eine Ersatzimpedanz. Und diese Ersatzimpedanz ergibt sich eben aus R1 parallel zu R2 plus J Omega L. Also R2 und J Omega L in Reihe und das parallel zu R1. So, dann können wir da natürlich gleich mal die Zahlenwerte einsetzen und sagen, das sind 8 Ohm parallel zu 4 Ohm plus J 4 Ohm und die Parallelschaltung auflösen, indem man sagt, das sind 8 Ohm mal 4 Ohm plus J 4 Ohm und unterm Bruchstrich steht genau das gleiche. Ups, also 8 Ohm und dann mit einem Plus. Plus 4 Ohm plus J 4 Ohm. Damit sich das jetzt ein bisschen einfacher rechnet, ist es vielleicht schlau und man sieht, man hat hier überall so 4 und 8 drin. Wenn wir mal einmal 4 Ohm rauskürzen, und zwar hier oben am besten aus der Klammer, dann bleibt da oben einmal 8 Ohm stehen. Und wenn wir kürzen, bleibt da eine 1 zu stehen und ein J. Und wenn man unterm Bruchstrich genauso kürzt, dann wird aus dem 8 Ohm durch 4 Ohm eine 2. Daraus wird eine 1 und daraus wird nochmal ein J. Ja, so dass man das hier zusammenfassen kann, das wären halt 3 plus J, wenn man das wieder zu einer komplexen Zahl mit einem realen und einem Imaginärteil zusammenfassen will, dann ist es schlau, mal mit dem Konjugiertkomplexen zu erweitern, was dann eben 3 minus J wäre. Und dann das einfach auszurechnen. 1 mal 3 wären 3, J mal minus J, J mal J ist minus 1, mit dem Minus davor ergibt das plus 1. Und dann haben wir noch 3 mal J und minus J mal 1, also minus J. So, und unterm Bruchstrich 3 mal 3 ergibt 9 und J mal minus J ergibt wieder 1, weil J zum Quadrat minus 1 ist, mit dem Minus davor ergibt das plus 1. Ja, und das minus J mal 3 und das J mal 3 hebt sich genau auf, sodass hier unten was Reelles überbleibt. Das war ja genau der Trick. So, und jetzt kann man das mal einfach zusammenfassen. 3 plus 1 sind 4, mal 8 sind 32.
Das hier unten sind 10, 32 durch 10 sind 3,2 Ohm. Und 3 minus J ergibt 2J, 2 mal 8 sind 16 durch 10 ergibt 1,6 plus J 1,6 Ohm. Also das ist die Ersatzimpedanz. Ich übernehme mal das Ergebnis hier drüben, weil ich jetzt gleich ein bisschen Platz schaffen muss und das da wieder weglöschen werde. Und die können wir natürlich auch noch umwandeln in die Polarform mit Betrag und Phase. Und das wären dann, wenn man das mit dem Taschenrechner einfach macht, 3,57 Ohm mal E hoch J 26,5 Grad. So, und dann lösche ich mal diese Nebenrechnung hier wieder weg. Und jetzt kann man sich überlegen, was können wir jetzt als nächsten Schritt machen? Natürlich können wir jetzt mal ein Schaltbild hinzeichnen, wo diese Widerstände halt zusammengefasst sind. Also die Stromquelle und jetzt eben die Ersatzimpedanz. Und dann würde die Schaltung hier so weitergehen. Und jetzt können wir diese Schaltung natürlich wieder, das ist immer noch die gleiche Quelle IQ wie hier drüben, und jetzt können wir diese Schaltung natürlich wieder zurückwandeln in eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand. Also eine Spannungsquelle. Das ist jetzt aber nicht die gleiche Spannungsquelle wie hier drüben, sondern die nenne ich jetzt mal UQ-Ersatz. Und dazu ist dann in Reihe geschaltet ebenfalls diese Ersatzimpedanz. Das ist nicht die gleiche wie hier unten, aber die hat den gleichen Wert. Und dann wären das wieder die gleichen Klemmen wie hier unten. Und jetzt können wir dann schlussendlich auch das letzte Bauelement anschließen, was noch in dieser Schaltung drin war, nämlich eine Kapazität. Und die hat eben als Impedanz den Wert 1 durch J Omega C. Und das 1 durch J kann man auch als Minus J schreiben. Und das 1 durch Omega C hatte einen Wert von 8 Ohm. So, und was dann schlussendlich gesucht war, war der Strom, der hier floss, der Strom durch diese Kapazität. Und um den jetzt auszurechnen, bräuchten wir erstmal diese Quelle hier. Und wenn man die Quelle hat, kann man natürlich einfach über das Ohmsche Gesetz den Strom ausrechnen, der in dieser Masche fließt. So, diesen Zwischenschritt hier unten, den nehme ich jetzt nochmal einmal weg, damit ein bisschen Platz ist, die Lösung hinzuschreiben. Das, was wir jetzt als erstes mal brauchen, ist dieses UQ-Ersatz. So, und das UQ-Ersatz ergibt sich eben aus dem IQ hier unten, multipliziert mit dieser Ersatzimpedanz. Und jetzt kann man einfach die Zahlenwerte einsetzen. Das IQ waren 2 Ampere mal E hoch J minus 45 Grad. Das Z-Ersatz haben wir glücklicherweise auch schon ausgerechnet. Das waren 3,57 Ohm mal E hoch J 26,5 Grad. Und jetzt kann man diese komplexen Zahlen einfach miteinander multiplizieren und dann kommt daraus, dass das 7,155 Volt sind. Ja, Ampere mal Ohm. Ohm ist Volt pro Ampere. Kürzen sich die Amperes weg. Es bleibt ein Volt über und die Phasenwinkel oder die Exponentialfunktionen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Minus 45 plus 26 ergibt E hoch minus J 18,5 Grad. So, und wenn man diese Ersatzquellspannung hat, dann kann man den Strom da oben natürlich auch recht einfach ausrechnen. Das IC ist dann einfach die Ersatzquellspannung durch ja, die Gesamtimpedanz in dieser Masche und das ist das Z-Ersatz plus das CC, was hier steht oder was dort steht. So, und dann kann man auch da einfach die Werte einsetzen. Das hier oben schreibe ich erstmal einfach nur ab. Und dann können wir wieder einsetzen. Das Z-Ersatz steht da drüben. Hier ist jetzt schlau, das natürlich in der kartesischen Form mit Real und Imaginär teilzunehmen, weil wir ja was davon abziehen.
wollen oder sozusagen was drauf addieren wollen. Also 3,2 Ohm plus J 1,6 Ohm minus J 8 Ohm. So, und dann kann man das Ganze zusammenfassen. Das schreibe ich einfach nochmal ab. Dann sind das 3,2 Ohm und minus 8 plus 1,6 ergibt minus 6,4 Ohm. So, jetzt kann man das hier unten wieder, damit man die beiden komplexen Zahlen dividieren kann, das hier unten taktisch klugerweise in die Polarform mit Betrag und Phase umwandeln. Wenn man das mal macht mit einem Taschenrechner, kommt man darauf, dass das auch 7,155 Ohm sind mal E hoch J minus 63,5 Grad. Und hier oben das UQ-Ersatz haben wir auch schon gerade ausgerechnet in der Polarform. Das sind auch 7,155, allerdings mit der Einheit Volt und einem bisschen anderen Phasenwinkel von minus 18,5 Grad. So, und jetzt kann man natürlich hier die Zahlen kürzen. Ohm sind Volt pro Ampere, kann man auch die Volt kürzen, bleibt Ampere über für den Strom, was ja nicht allzu verkehrt ist. Und Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert, also minus 18 plus 63, und dann kommt man drauf, dass das hier ergibt einen Stromzeiger von einem Ampere mal E hoch plus J 45 Grad. Und dann war in der Aufgabe eben nicht nur dieser Stromzeiger, sondern tatsächlich die Zeitfunktion des Stromes gesucht. Also müsste man das schlussendlich noch umschreiben in IC von T. Und das wäre halt dann 1 Ampere mal Sinus Omega T plus 45 Grad. Ja, und damit ist diese Aufgabe mit Hilfe der Zwei-Pol-Theorie gelöst und der Strom, der hier durch diesen Kondensator fließt, berechnet. Was ist dabei am häufigsten schiefgelaufen? Irgendwas bei der Rechnung und irgendwas, das meistens sowas wie das J vergessen wurde und das hier einfach nur mit reellen Zahlen, reellen Zeigern, aber eben nicht mit komplexen Zeigern gerechnet wurde.